So, guten Morgen allerseits. Ich habe heute noch so ein Kapitel aus dem Abschnitt algorithmische Komponenten. Und zwar geht es, letztes Mal hatten wir ja über Bäume und Listen gesprochen. Und Bäume und Listen, das habe ich schon versucht zu erläutern beim letzten Mal. Bäume und Listen haben was mit Speicher und Speicherverwaltung zu tun. Bei den Bäumen, beziehungsweise insbesondere bei dem ersten Teil, den Listen, hat man sich darum gekümmert, dass wir Daten, die wir bekommen, von denen wir auch vorher nicht so genau wissen, wie viel es denn sein werden, dass wir die dynamisch anlegen im Speicher. Und weil wir es dynamisch einem Speicher anlegen, müssen wir ja auch noch einen Zeiger drauf aufheben. Und wenn wir viele davon haben, dann wollen wir diese dynamisch angelegten Speicherblöcke, in denen wir unsere Datenstrukturen halten, dass wir die in so einer Liste zusammenfassen. Die Liste aller Studenten in einem Hochschulverwaltungssystem oder die Liste aller Bücher in der Bibliothek oder die Liste von Waren in einem Lager. Und weil wir vorher nicht genau wissen, wie viel es sind, richten wir unsere Software so ein, dass wir uns dynamisch Platz besorgen können, jeweils für einen so einen Datensatz, und dass wir das dann mit so einer Liste verketten. Und bei Bäumen ist das so ähnlich, nur dass wir eben nicht nur einen linearen Weg durch unsere Datenelemente haben, sondern mehr Wege. Die Bäume, das haben wir dann auch gesehen, sind effizienter zuzugreifen. Man kann schneller was finden als in der Liste, wo man eben doch linear suchen muss. Eins hinter dem anderen anschauen muss. Und heute, da möchte ich zum Thema Speicherverwaltung auch über Platz sprechen, der nicht Variablen gebunden ist für unsere Daten, sondern den wir uns dynamisch besorgen können. Und da gibt es drei wichtige Strukturen, über die wir heute sprechen werden. Also hier steht es nochmal, Platz für dynamisch eintreffende Daten. Also was, worauf wir uns beim Programmieren selber nicht so präzise einrichten können, wo wir eben nicht wissen, wie viel wir hinterher bearbeiten müssen. Und ich habe hier in diesem Absatz hier geschrieben, dass wir uns natürlich um die Verwaltung kümmern müssen. Beim letzten Mal war die Verwaltung die Liste. Diesmal wollen wir es ein bisschen anders machen. Aber bei dieser Verwaltung müssen wir natürlich als erstes Mal, wenn wir neue Daten bekommen, die wir irgendwo aufheben sollen, müssen wir dafür einen freien Platz finden, irgendwo im Speicher. Um den freien Platz zu finden, empfiehlt sich natürlich, dass wir irgendwie wieder eine Datenstruktur haben, die diese Struktur, in der wir die Daten aufheben können, beschreibt. Die wichtigsten Dinge dafür speichert. Also wir wollen einen freien Platz finden. Wenn wir dann so einen freien Platz gefunden haben, und der wird ja jetzt gebraucht, der wird ja jetzt belegt, dann müssen wir den irgendwie markieren. Man könnte auch sagen, festschrauben oder verschließen, lock. Dass niemand anders mehr den benutzen kann. Oder dass wir nicht aus Versehen doppelt vergeben. Denn dann würden wir ja es irgendwie beschreiben, das Zeug. Es kann aber auch passieren, dass der Benutzer, das verwendende Programm also, dass der beschließt, dass man den Speicherplatz nicht mehr braucht. Da muss freigegeben werden. Dieses mit dem Freigeben, also mal Platz finden, markieren, jetzt kann er nicht mehr verwendet werden von jemand anderem. Wir können natürlich für das,
für seinen eigentlichen Bestimmungszweck verwenden. Und jetzt möchten wir es wieder freigeben, sodass er für andere verwendet werden kann. Sie sehen natürlich, dass hier eventuell Probleme auftreten können, wenn man nicht sauber freigibt, also das Freigeben zum Beispiel vergisst. Und das Freigeben vergessen, das ist ein klassischer Fall von, wir haben irgendwann mal keinen Speicher mehr. Dieses Problem der Speicherlecks, dass jemand was alloziert und dann hinterher nicht mehr freigibt, das ist Ihnen allen wahrscheinlich schon mal über den Weg gelaufen, ohne dass Sie es wussten, als Benutzer. Ein häufiger Grund dafür, dass Programme abstürzen. Dieses Out of Memory, ein sogenanntes Memory Leak oder Speicherloch. Wir brauchen auch vernünftige Fehlerroutinen, die uns helfen, wenn denn hier mal was schiefläuft, wenn es keinen freien Platz mehr gibt, eine anständige Fehlermeldung auszugeben, dafür zu sorgen, dass das Programm nicht abstürzt oder zumindest eine Bruchlandung macht und nicht einfach nur crasht. Also um freien Platz zu finden. Aber natürlich wäre es auch schön, wenn uns das helfen würde, dass wenn wir was holen wollen aus dem Speicher, den wir da verwalten, und es gibt nichts, da brauchen wir auch eine anständige Meldung. Also sowas braucht es auch noch. Hier an dieser Stelle möchte ich auch noch kurz was sagen über die sogenannte Bearbeitungssemantik. Also wie das verwendet werden kann, der Speicher. Da gibt es einmal den Stack. Stack ist Englisch Stapel. Auf Deutsch heißt dieser Speicher, über den ich hier spreche, auch gern Keller. Stapel, genauso wie Keller, steht dafür, dass man die Daten, die man als letzte hineingepackt hat, auch als erste wieder bekommt. Beim Keller ist die Semantik irgendwie klar, ne? Tür auf, Karton in den Keller runterwerfen, Tür zu. Nächsten Tag kommt der Postbote wieder, wir packen die Sendung aus, Kellertür auf, Pappe runter, Kellertür zu. Wenn dann irgendwann, dass sich das so stapelt da drin, und wir machen die Tür mal wieder auf und wollen was rausholen, dann liegt ganz oben das, was wir als letztes reingepackt haben. Genauso bei so einem Stapel, wenn ich immer oben drauf lege, der Bücherstapel auf meinem Schreibtisch oder so, oder der Papierstapel, das, was ich als letztes oben drauf gelegt habe, das bietet sich mir, wenn ich wieder was holen will, als erstes an. Die Stapel hier in der Informatik, die sind so gemacht, dass man nicht irgendwo mitten reingreifen kann. Sie sind so mehr wie der Keller, ne? Also das, was ich als letztes oben drauf da in den Keller hineingeworfen habe, das kriege ich auch wieder raus, wenn ich reingreife. Das ist die eine Art der Bearbeitungssemantik für so einen Speicher. Die andere Art könnte die Warteschlange sein. Bei der Warteschlange, da ist das, was wir als erstes reingetan haben, kommt als erstes auch wieder raus. Also Warteschlange, wir stecken was in diesen Speicher rein, stecken nochmal was in den Speicher rein, stecken nochmal was in den Speicher rein. Wenn wir dann zugreifen wollen, kriegen wir nicht das dritte, kriegen wir nicht das zweite, sondern kriegen wir das erste, was wir reingesteckt haben. Man beachte bei beiden Semantiken, können wir nicht irgendwo mitten reingreifen, sondern wir können nur sozusagen an den Enden was bekommen. Also das, was wir hier oben drauf gelegt haben, wieder runternehmen, oder wir schauen es uns gleich an bei der Warteschlange, das, was wir als erstes reingesteckt haben, kriegen wir wieder raus. Aber wir können nicht mitten reingreifen. Das ist aber für viele Verwendungszwecke, und wir werden gleich, wenn wir die Warteschlange angucken, einen ganz wichtigen Verwendungszweck sehen. Da ist das in vielen Fällen in Informatik sehr nützlich. Und mehr braucht man häufig gar nicht.
Aber als erstes möchte ich, weil es auch ein bisschen einfacher ist, hier noch was umbauen. So, weil es auch ein bisschen einfacher ist, möchte ich als erstes über den Stack sprechen. Keller, Stapel oder sonst wie. Bei der theoretischen Informatik wird uns übrigens diese Datenstruktur Keller nochmal begegnen. Schön ist daran auch, dass die Semantik klar definiert ist, dass man das schön beschreiben kann. Und dann sind Aussagen darüber, formale Aussagen, auch einfacher. Also, wir wollen ein Element auf den Stack drauflegen können und diese Operation nennt man Push. Nehmen wir mal an, wir haben also hier unseren Stapel. Das Element ist ganz unten drin, das haben wir als erstes da reingelegt. Dann das Blaue, dann das Grünliche, hier Lila, Orange, Gelb. Und jetzt wollen wir noch eins oben drauflegen. Das ist die Operation Push, rein in den Keller. Und die Operation Stack Pop, die holt Elemente heraus. Hier steht ab, Schrägstrich heraus. Die Semantik ist so, dass wenn wir Stack Pop ausführen, dass dann hinterher ein Element weniger auf dem Stapel liegt. Dass es rausgenommen ist. Also wir können es reinlegen in den Stapel, da haben wir ein Element mehr. Und rausnehmen aus dem Stapel, dann haben wir ein Element weniger drin. Also wir können nicht, zumindest so wie das hier gemacht ist, im allereinfachsten Fall, wir können nicht mal reingucken und betrachten, aber dann liegen lassen. Das Einzige, was wir machen können, ist, wenn wir diese Reinschau-Semantik haben wollen, dass wir mit Pop uns das oberste Element holen und gleich wieder zurücklegen. Mit einem Push. Zur Verwaltung von dem Stack brauchen wir noch eine Operation Create, die das Ding initialisiert. Und was beim Initialisieren, werden wir gleich am Beispielcode auch sehen, im Wesentlichen stattfindet, ist, dass hier so ein Zeiger, der wird verschoben. Wenn wir Pop machen, deshalb habe ich das hier, diesen Pfeil hier rot markiert, dann wird dieser Füllstandsanzeiger eins nach unten geschoben, weil wir jetzt ein Element weniger im Stack haben. Oder wenn wir Push machen, wird er nach oben geschoben, eins mehr. Das ist also, könnte man auch sagen, ein Zähler für die Anzahl Elemente, die wir im Stack drin haben. Das kann man auf mehrere Arten implementieren. Man kann das als Array veranstalten und das ist natürlich das Einfachere als Array, das zu veranstalten. Man definiert sich, ne, diese Elemente, die man da reinlegen will, die haben ja irgendeinen Datentyp und dann definieren wir uns einen Vektor von diesen Datentypen, vielleicht auch einfach nur einen Vektor mit Zeigern auf die Datentypen, Speicherblöcke, dann, die wir dynamisch anlegen oder wir machen es gleich mit einer Liste. Das wichtigste Element zur Verwaltung von dem Stack, das ist auch das, was dieses Push und das Pop bedienen, wir werden es uns gleich anschauen, das ist dieser Stapelzeiger. Der Stapelzeiger, der guckt nämlich immer hier genau über das letzte benutzte Element und unter das nächste Element, was wir hier reinstecken könnten. Also zeigt gleichzeitig auf den freien Speicherplatz und auf das, was wir jetzt dann abholen können. Brauchen ja nur diesen Zeiger im Wesentlichen und als Hilfselemente brauchen wir noch, dass der Stack nicht überläuft nach oben, dass wir also nicht zu viel reinstecken können, das wäre eine Fehlersituation, ne? Wenn wir hier immer mehr reinstecken und irgendwann geht uns der Platz aus. Und die zweite Fehlersituation ist, dass wenn wir hier ständig mit Stack Pop Elemente rausholen, dass der irgendwann leer ist. Also man braucht einen Index oder einen Zeiger auf den Boden hier und
auf das obere Ende. Und das, na, eigentlich braucht man drei solche Variablen, wobei zwei, das obere und das Maximum und das untere Ende Konstante sind, und das hier, dieser Füllstandsanzeiger, ist eine Variable. Gucken wir uns das mal als Code an. Einfach, weil man es gut brauchen kann, nehmen wir mal die Standard Library dazu, denn da steckt das malloc drin, das wir einmal brauchen, um unseren Stack zu machen. Und dann brauchen wir noch, nehme ich hier noch mit, das Item.h. In dem Item.h, das sei die Datenstruktur der Elemente deklariert, definiert, die ich hier für meinen Stapel brauche. Pardon, heute muss ich irgendwie mit dem Mikrofon kämpfen. Das hier ist also in einem externen Modul deklariert, sodass wir es auch unabhängig hiervon ändern können. Und jetzt haben wir hier in diesem Modul für den Stack ein paar kleine Routinen, um den Stack zu verwalten. Als erstes Mal brauchen wir aber noch die Datenstruktur. Dazu haben wir hier einen Zeiger auf unseren Stack. Der Stack besteht aus Items. Die Items, die kommen hier aus dem Item.h. Da sind sie deklariert. Wir können das hier also wie einen elementaren Datentyp benutzen. Und jetzt habe ich hier noch Level, das ist der Stapelzeiger, der da wächst und sinkt. Und dann habe ich hier noch die Größe. Ich habe ja eben gesagt, ich brauche zwei Konstante, wie groß der Stapel maximal sein kann, das obere Ende, und unten eine Konstante fürs untere Ende. Die Konstante fürs untere Ende, da benutzen wir einfach mal 0 jetzt. Und das ist implizit hier drin. Hier habe ich so eine Abfrage, größer 0. Das ist also, dass wir nicht einen Stack Underflow bekommen, also dass der Stack leer ist. Overflow ist, wenn wir über dieses Size kommen, über die Maximalgröße. Underflow ist, wenn wir zu klein werden, wenn der Stapel leer ist, wenn wir ein Element rausholen wollen. Und jetzt generiere ich mir hier noch ein weiteres Item. Das nenne ich jetzt mal Bad Item. Und da stecke ich hier in das Feld Text von dem Item rein, dass wir einen Underrun haben. Also, dass wir versucht haben, Pop zu machen, ein Element abzuholen, aber es gab keins mehr. Und um das vernünftig hinzukriegen, dieses es gab keins mehr, da kreieren wir uns eins, das nennen wir jetzt mal Bad Item, und das wollen wir dann zurückgeben können an den, der es abholt. Wenn wir also der Benutzer Pop macht, dann sollte er das, was er zurückbekommt, mal darauf testen, ob das vielleicht in dem Textfeld vom Item einen anderen hat. Also das ist zur Fehlerkontrolle. Und dann haben wir noch einen Datentyp Stack Error. Entweder kein Error, das ist also gut, oder Overflow, das ist schlecht. So, jetzt kommt das Hauptprogramm hier unten. Da könnten wir noch eine Leerzeile einfügen. Das mache ich nachher noch für die Unterlagen, damit sie schöner aussehen, anständig formatiert sind. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum das da verloren gegangen ist. Nun gut, wenn wir den Programm anfangen, wollen wir unseren Stack initialisieren. Deshalb rufen wir diese Funktion auf Stack Create. Und hier nehme ich mal
42 Elemente. Irgendeine Grenze brauchen wir. Und hier habe ich jetzt mal 42 hineingeschrieben. Und hier oben steht diese Routine Stack Create. Dem geben wir ein Integer mit, maximale Anzahl Elemente, so wie man sich das gewöhnt ist. Das sind die 42, die kommen dann hier zur Laufzeit da rein. Wenn wir es anders haben wollen, müssen wir eben hier 420 oder sonst was eintragen. So, jetzt machen wir uns unseren Stack, indem wir Memory allozieren, malloc, die Anzahl Elemente, die maximal drin stecken können, mal die Größe von den Items. Ja, das ist ja das, was wir da reinstecken wollen. Wenn also jedes Item 100 Byte groß ist und wir haben 42 Elemente, dann produzieren wir hier 4200 Byte im Speicher. Den Zeiger, den bekommen wir hier zurück und stecken ihn hier oben hinein in diese Variable. Der Zeiger auf unseren Stapel. Und das werden wir jetzt dann als Array interpretieren. So, und dann, naja, das ist ja auch hier ein Array, was wir da bekommen. Zeiger auf einen Array. Jetzt müssen wir noch unseren Füllstandsanzeiger auf 0 setzen. Und die Semantik vom Füllstandsanzeiger ist, zeigt über das letzte Belegte und unter das erste Freie. Also ist das hier Level ist gleich 0 Grad richtig. Und die Größe von unserem Stapel, maximale Anzahl Elemente. Das ist der initialisiert. Was hier fehlt, und da sollte ich Sie gleich darauf hinweisen, ist, wenn der hier mit einem Nullpointer, also mit einem Nullpointer zurückkommt, also keinen Speicher gekriegt hat, dann frage ich das hier nicht ab, das sollte ich machen. Also Fehlerbearbeitung gehört eigentlich auch noch dazu und um die habe ich mich hier gedrückt. Jetzt gucken wir uns mal die beiden eigentlichen Arbeitsroutinen an. Da gibt es den Push und den Pop. Push, um ein Element abzulegen. Naja, und wenn wir ein Element ablegen wollen, dann müssen wir es natürlich hier mitgeben. Und da kommt wieder eine Datenstruktur Item rein und das ist die Item. Und wir geben eine Zahl zurück und diese Zahl soll hier Stack No Error oder Stack Overflow sein. Falls der Stack Pointer kleiner ist als die Maximalgröße, wenn wir also noch ein Element reinlegen können, dann zählen wir dieses Level, naja, erstmal ablegen, den Stack an der Stelle Level, da stecken wir das Item hinein, das was wir hier mitgekriegt haben, und danach zählen wir das Element 1 hoch. Level, das ist plus plus hinten dran geschrieben, zählt ja erst, macht ja den Inkrement, erst nachdem wir den Wert in der Variable abgeholt haben. Also Wert in der Variable abholen, dann den Stack damit indizieren, das Item hineinlegen und danach den Füllstandsanzeiger 1 nach oben zählen. Und dann geben wir No Error zurück. Und falls der Stack schon voll ist, wenn also Level gleich Size ist oder größer als Size, dann geben wir Stack Overflow hier an dieser Stelle zurück. Das, was Sie jetzt gemacht haben, nehmen wir mal an, hier am Anfang, ja, ich fange mal bei 0 an, warum nicht? Nachdem der Stack initialisiert worden ist, an dieser Stelle, zeigt dieses Level auf 0. Und jetzt kommt das erste Element, wir vergleichen, Level ist kleiner als 0, ist kleiner als 42, gut, wir können eins reinlegen. Dann, und das ist dieses Stück hier,
The item kommt in den Stack hinein. Und danach zählen wir das Level 1 hoch. Das steht jetzt auf 1. Ne? Da. Und wir kehren zurück. Falls es jetzt noch einen Push gibt, schreiben wir hier was rein und zählen das Level 1 hoch. Jetzt steht es auf 2. Über das letzte volle Element. Unter das freie. Wir kriegen also hier mit einem Zähler hier sowohl den Index des belegten Elementes als auch den Index des nächsten freien. So, jetzt kommt der Pop. Abholen, Stack Pop. Falls Level größer als 0 ist, falls wir also sicher sind, dass da ein Element drin liegt, und wenn das Level kleiner gleich 0 ist, dann geben wir hier Bad Item zurück. Falls also das Level größer als 0 ist, geben wir das Element im Stack zurück, was hier liegt. Und jetzt sehen Sie mal einen Fall dafür, dass dieses Plus Plus Minus Minus vorher ausgeführt wird. Wir zählen erst das Level 1 runter. Aber als Index steht es natürlich immer noch jetzt hier über dem Vollen und kurz unter dem, der abzuholen ist an dieser Stelle. Und deshalb können wir, nachdem wir das 1 runtergezählt haben, hier den Stack zurück, das Stack-Element an der Stelle Level zurückgeben, genauso wie wir es hier erst reinstecken, dann hochzählen, erst runterzählen, dann auslesen. Also hier ist dieses Pre-Decrement mal sinnvoll verwendet, so wie ich das Ihnen vor ein paar Stunden nur präsentiert habe, dass es das gibt. Andernfalls, wenn das nicht klappt, geben wir hier unser Bad Item zurück, das wir uns schon mal bereitgelegt haben. Also ein Element, in dem eine Fehlermeldung drin steht. Jetzt denke ich noch kurz darüber nach, ob mir noch was hier einfällt, was ich unbedingt erzählen muss. Das Raufwandern, das Absinken des Stack-Zeigers. Und die beiden anderen, das Size und dieses Null, das ist eigentlich nur eine Konstante. Ah ja, mir fällt doch noch was ein. Man beachte, dass ich hier die IFAB-Fragen, die Tests so konstruiert habe, dass auch wenn man aus irgendeinem dummen Grunde, ich sehe den hier nicht, dass es passieren könnte, aber wir wollen wetterfest programmieren. Ich teste hier nicht, falls Level gleich 0 ist, dann gibt einen Fehler zurück. Und ich teste hier auch nicht, falls Level gleich Size, dann gibt den Fehler zurück. Ja, sondern ich teste hier, falls Level kleiner als Size ist, dann mache ich die Operation. Genauso hier, falls Level größer als 0 ist, mache ich die Operation. Und andernfalls, egal wie das Level steht, wenn das gleich Size ist oder viel größer, wenn es gleich 0 ist oder viel kleiner, andernfalls gebe ich einen Fehler zurück. Das ist wetterfester, als wenn ich hier auf ist gleich teste. Es könnte ja sein, dass ich hier doch irgendwie noch einen kleinen Fehler habe und mal was durcheinander bringe. Nun gut, so überschaubar wie der Code hier ist, ist das nicht so wahrscheinlich, aber ich möchte doch nochmal darauf hinweisen, es ist vernünftiger, auf größer und kleiner zu testen, als auf ist gleich zu testen. Ein
eine kurze Implementierung von einem Stack. Den Stack können wir aber dann brauchen, wenn wir eine einfache Speicherstruktur wollen, in der wir was reinlegen können und wieder was abholen können. Wenn es auf Gerechtigkeit, Wartezeiten oder sowas nicht so sehr ankommt. Und als nächstes möchte ich über die Warteschlange sprechen. Und die Warteschlange, wie der Name schon sagt, die Semantik kennen wir alle gut, im Supermarkt oder an irgendeiner anderen Gelegenheit, wo man anstehen muss. Bei der Warteschlange, da hat man im Allgemeinen eine Bedieneinheit, die also, wenn da Kunden kommen, das Element nimmt, was schon am längsten in der Warteschlange wartet, das bearbeitet und dann ist der nächste dran. Die Semantik, die nennt man auch FIFO, First In, First Out. Beim Stack war es LIFO, Last In, First Out. Die Betriebswirtschaftler verwenden übrigens diese Bezeichnung auch gerne mal. Und ein ganz bekanntes, aus dem täglichen Leben bekanntes Beispiel neben dem Supermarkt-Warteschlange sind Router. Bei Routern, da geht es insbesondere darum, Warteschlangen effizient zu programmieren. Ich habe hier mal so eine Vorlesung Rechnernetze, manche von Ihnen gehen da ja auch noch hin wahrscheinlich, übernächstes Semester, da habe ich ein Strukturdiagramm von so einem Weglenkungsrechner im Internet aufgemalt. Das hat man zu Hause, einen DSL-Router, und das steht natürlich mannigfaltig in ganz vielen Versionen von mäßig schnell bis super leistungsfähig im Internet herum. Und die Uni hat auch jede Menge Router rumstehen. Da kommen also hier Pakete hinein, auf der linken Seite, und hier rechts gehen Pakete raus. Hier gibt es hier so eine Adressbewertungsfunktion, die sortiert die Pakete. Die sorgt dafür, dass das jeweils vorderste Paket, was hier in der Warteschlange liegt, in die richtige Ausgangswarteschlange kommt, also in die richtige Richtung weitergeleitet wird. Nach Dresden, nach Chemnitz, nach Leipzig und meinetwegen nach Berlin. Zum nächsten Router jeweils. Und das hier sind die, die ankommen aus Chemnitz, aus Freiberg, aus Dresden oder sonst wo. Die ankommen, die kommen alle in eine zentrale Warteschlange. Ein Teil der Warteschlange ist besetzt, das sind die roten. Und dann haben wir hier noch die grünen, die sind noch frei. Und auf der anderen Seite haben wir solche Ausgangswarteschlangen, denn wenn hier gerade ein Paket übertragen wird, dann können wir ja nicht noch eins gleich schicken, dann müssen die hier auch nochmal eine Warteschlange am Ausgang. Und das habe ich hier versucht aufzuzeichnen. Hier unten haben sie auch mal eine volle Warteschlange, die hier ist fast leer. Und hier, na, die ist bald voll und die ist in einem guten Zustand. Also solche Warteschlangen, die finden wir häufig in der Informatik, in unserem Programm drin. Und gerade in Routern. Auch hier gilt wieder, das können wir als Array implementieren oder als verkettete Liste. Hier unten werden wir es als Liste anschauen. Wir hatten ja vorher den Stack als Array implementiert, jetzt wollen wir das dann noch als Liste machen. Übrigens, wenn ich persönlich eine Warteschlange mache, dann programmiere ich die gerne als Ringpuffer. Der Ringpuffer, der hat den Vorteil, dass man nicht so viele Daten kopieren muss, dass die Datenstruktur einfach ist. Den kann man auch als Array implementieren. Da hat man zwei Zeiger in so einem Ringpuffer. Den Zeiger auf das Element, das wir als nächstes reinstecken wollen, und den zweiten Zeiger auf das Element, was wir als nächstes rausholen wollen. Und naja, um das hier mit dem Ring klar zu machen, hier liegen Elemente drin. Der hier, der ist schon ein bisschen bleich geworden. Ja, die Intensität von Blau soll hier dafür stehen, wie lange die
Elemente da schon ablagern. Je heller, desto länger liegt das Element in unserem Ringpuffer herum. Also wenn hier wieder eins kommt, dann wird es hier reingelegt und dieser Zähler wird eins nach rechts geschoben. Und wenn eins rausgenommen wird, dann wird dem das Älteste, das ist schon ein wenig verblichene, gegeben und der Zeiger wird auch eins nach rechts geschoben, dann guckt er auf das Zweitälteste. Das ist dann in Zukunft das Älteste. Und diese beiden Zeiger, die marschieren hier immer im Kreis rum. Und was natürlich nicht passieren darf, ist, dass der hier ganz außen rum marschiert und den überholt. Und was auch nicht passieren darf, ist, dass der hier out, 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 den hier irgendwann mal überholt. Also das sind die beiden Fehlersituationen. Wenn der in den out überholt, dann haben wir einen, dann ist die Warteschlange übergelaufen, voll. Und wenn das out das in überholt, dann ist die Warteschlange, haben wir einen Unterlauf, ne, dann ist die Warteschlange leer. Schreiben inkrementiert das next in, lesen inkrementiert das next out. Und dieses Inkrementieren bedeutet immer, dass wir raufzählen und danach noch durch die Größe von unserem Ringpuffer das Modulo berechnen mit der Größe von unserem Ringpuffer. Wenn man das als der Ringpuffer 8 oder 16, 32 oder 64 Elemente macht, dann kann man das besonders effizient ausführen, dieses Modulo. Das werde ich aber jetzt dann hier in unserem kleinen Programmstück nicht als Ringpuffer machen. Ringpuffer, das ist die Array-Variante, sondern ich möchte es hier mit der Liste machen. Ich möchte, das ist ein bisschen übertrieben, ich habe mich da von dem Algorithmenbuch vom Sedgwick inspirieren lassen. Was mir nicht ganz perfekt gefällt, ich sollte vielleicht doch nochmal drüber gehen, an dem, was wie der Herr Sedgwick das schreibt, das ist die Bezeichnung der Parameter und der Variablen. Ich glaube, das kann man nochmal verbessern. Da muss ich nochmal drüber gehen. Also ich besorge mir hier wieder die Standard Library, da gibt es das malloc. Und aus item.h hole ich mir die Definition für die Elemente, die wir da speichern wollen. So, ich definiere das hier, ich meine die Items, die kennen wir ja schon. Und hier definiere ich eine Datenstruktur Warteschlangenknoten. Da steckt als erstes das Item drin, das ich hier besorgt habe. Und naja, hier gefällt es mir nicht, dass das Item als Datenstrukturfeld kleingeschrieben ist und als Datenstruktur hier groß geschrieben ist. Das habe ich aber eben schon gesagt, dass ich das noch verbessern möchte. Und dann haben wir, also in jedem von diesen Warteschlangenknoten, da haben wir einerseits die Nutzlast, das Item, was wir speichern wollen, und andererseits hier den Zeiger auf den nächsten, aufs nächste Element. Das hier ist die Datenstruktur. Und jetzt brauchen wir hier noch einen weiteren Typ. Und das ist ein Zeiger auf so eine Datenstruktur. Das ist eine Link. Den haben wir ja auch hier gleich verwendet. Also in der Datenstruktur selber ist ein Zeiger aufs nächste Element. Und jetzt brauchen wir noch zwei weitere Elemente. Zwei weitere Zeiger. Das ist der Kopf der Warteschlange und das Ende der Warteschlange. Kopf, next in, Ende, next out, Tail, next out oder so. Also Kopf und Ende von unserer Warteschlange. Head ist das, was kann man dann hier noch besichtigen. Head ist das,
hier unten das, was am längsten schon wartet, das, was wir abholen, und Tail zeigt auf das, wo wir einfügen werden. Jetzt gibt es hier noch eine Funktion QInit. Head ergibt sich zu null und QEmpty, wir wollen den Inhalt der Warteschlange wegwerfen, und liefert auch den Zeiger auf den auf das Element zurück. Hier Head ist gleich null. Entschuldigung, es liefert den Test zurück hier. Wir schauen, ob es null. Nein, falsch. Ich habe das Falsches erzählt. Entschuldigung, nochmal. Hier, das hier dient zum Initialisieren. Head ergibt sich zu null. Und hier fragen wir, ob die Warteschlange leer ist. Q empty. Falls die Warteschlange leer ist, naja, dann wäre ja Head gleich null. Das Element, was wir abholen wollen als nächstes, wäre gar keins, sondern wäre ein Null-Zeiger. Dann geben wir hier True zurück. Die Warteschlange ist leer. Und falls das ungleich Null ist, geben wir False zurück. Die Warteschlange ist nicht leer. So, jetzt habe ich hier die drei Funktionen, die wir brauchen, um die Warteschlange zu implementieren, die wichtigsten, die, wo was gemacht wird. Das hier unten, der Test, ob die Warteschlange leer ist, da fragt zum Beispiel die Adressbewertung, haben wir denn noch ein Paket, was wir verschicken müssen? Und da kommt dann hier True oder False raus und Init, das müssen wir eben am Anfang mal machen. So, das sind die drei wichtigen Funktionen. Und da werde ich jetzt auch wieder hier mit den kümmerlichen Resten der Kreide noch versuchen, das aufzuzeichnen. Aber wenn die weiße Kreide alle ist, muss ich eben gelbe nehmen. Habe ich jetzt so geknistert? Wir haben eine Funktion NQ, um ein Element in die Warteschlange reinzupacken, und ein Element DQ, um eins abzuholen. Und dann in dem NQ brauchen wir noch die Funktion new, um uns so einen neuen Warteschlangenknoten zu erzeugen mit malloc. Hier unten drin geben wir den übrigens wieder her. Das können wir auch noch gleich anschauen, das zum Thema keinen Speicher verlieren. Schön. Also schauen wir uns als erstes mal das NQ an. Da haben wir hier diesen Zeiger Head und den Zeiger Tail. Falls Head null ist, also am Anfang, nachdem wir die Q initialisiert haben, ist der Head null. Falls also Head null ist, legen wir mal einen neuen Knoten an. Das machen wir, indem wir hier new aufrufen. Den können wir gleich diskutieren. Da stecken wir das Item, was wir anlegen wollen, hinein und den Zeiger Head. Wenn das so ist, hier, naja, das, was hier angelegt worden ist, hier das eine Element, das kommt ins Tail rein und das kommt ins Head rein. Dann zeigen also die beiden auf das Element, das ich angelegt habe. Hier steht Item drin. Und das hier ist Next. So. Das war jetzt Warteschlange leer. Jetzt kommt einer rein. Dass das hier unten auf Null zeigt, das müssen wir uns gleich noch mal ein bisschen angucken. Jetzt schauen wir
Was passiert, wenn wir das nächste Element in die Warteschlange reinstecken? Wir rufen das also nochmal auf. Jetzt ist Head nicht mehr null. Das guckt ja irgendwo in den Speicher. Dann schreiben wir in Tail next, also hier hinein. Hier hinein kommt das Resultat von unserer Routine new. Und die new, die kriegt das Item mit und tail pfeil next, das ist ja der null pointer. Jetzt schreibe also hier unten ein Item rein und jetzt gebe ich dem hier mal die Nummer 0 und 1, die Reihenfolge, in die wir es da reinstecken. Hier steht dann wieder null pointer und hier haben wir den Zeiger. Tail next, das ist das hier. Da legen wir das neue rein und das alte Tail next stecken wir hier unten in das neue hinein. Und außerdem weisen wir dem Tail jetzt das neue Tail next zu. Der guckt also nicht mehr hier hin. Und das ist jetzt wichtig bei dem, was wir machen. Sondern der guckt jetzt hierhin, aufs Ende der Warteschlange. Jetzt laufen die beiden auseinander. Jetzt guckt der Head an Anfang und das hier ans Ende. Wir stecken geschwind noch ein weiteres hinein. Item 2. Und das hier guckt jetzt hier hin. Das war jetzt der Teil hier. Und jetzt hängen wir den Zeiger noch um auf das hier hinten. Jetzt haben wir immerhin schon eine Warteschlange mit drei Elementen. Das Element 0, was wir als erstes reingesteckt haben, dann 1, dann 2. Ich sollte hier vielleicht an dieser Stelle noch kurz über das New sprechen. Beim New, da gebe ich hier ein Item mit und einen Zeiger. Beziehungsweise hier auch wieder das Item, aber einen anderen Zeiger. Hier oben steht das New. Das New deklariert hier nochmal schnell einen Zeiger X. Zeiger auf so ein Element, auf so ein Warteschlangenelement. Und wir legen hier mit Size auf das, worauf das X zeigt, ein Element an im Speicher. So ein Warteschlangenknoten. Nachdem das erledigt ist, schreiben wir ins X-Item, also in den vorderen Teil hier, das Item rein, was wir hier mitkriegen, und hier hinten in den Zeiger, den wir hier mitkriegen, und dann geben wir das X zurück, denn auch hier brauchen wir ja einen Zeiger. Also das Wesentliche, was hier steht, ist, dass wir einen Malloc machen und dann die Datenstruktur hier besetzen, vernünftig. Und der Malloc, der besorgt also im Heap, in diesem persistenten Speicher von unserem Programm, ein Stück Platz. Über den Heap spreche ich gleich noch ein wenig. Als nächstes müssen wir noch über Element aus der Warteschlange herausholen sprechen, um das Paket zu verschicken, um den Warenkorb zu leeren und abzukassieren und so weiter. Und dieses Herausholen, da deklarieren wir hier erstmal wieder ein Item, denn das müssen wir ja zurückgeben, als Variable hier drin, lokal. Und in dieses Item schreiben wir rein, das Item, auf das das Head guckt. Das Head guckt ja auf eine Datenstruktur. Wir wollen den vorderen Teil von der Datenstruktur. Unser Verwender, unser User, hat kein Interesse an dem Ganzen hier, also an dem plus das da,
darauf zeigt er das Head, sondern der User hat nur Interesse am ersten Teil, am Item. Also besorgen wir hier mit Head-Pfeil-Item den ersten Teil und schreiben das hier rein, damit wir es hier unten zurückgeben können. In der Zwischenzeit müssen wir aber noch ein bisschen was machen. Wir stecken hier in den Zeiger T, T wie temporär, den zweiten Teil von dem Warteschlangenknoten hinein, nämlich den Zeiger, der da drin steht. Also diesen hier. T. So. Jetzt schmeißen wir das Element hier weg oder lassen es verwerfen, indem wir das Free aufrufen. Free von Head. Das macht das Gegenteil von Malloc. Der Zeiger hier, der wird freigegeben. Und ja, für unser Programm ist es dann weg. So. Glücklicherweise haben wir uns in dem T noch diesen Zeiger aufgehoben, der da hinten drin stand. Das Head guckt jetzt natürlich schon mal in die falsche Gegend. Deshalb nehmen wir jetzt das, was im T drin stand, und stecken es ins Head hinein. So. Sie sehen, das alte Element, in dem wir Item 0 geparkt hatten, ist weg, zurückgegeben, hier an dieser Stelle, und unsere beiden Listenzeiger gucken nach wie vor aufs Richtige. An dem Tail haben wir gar nichts machen müssen, denn da wird ja nur was reingesteckt, das wird ja nur manipuliert, wenn wir NQ machen, und am DQ, beim DQ haben wir das Head umgesetzt und das vorderste Element zurückgegeben. Das war es auch schon mit der Warteschlangenverarbeitung. Dieses NQ und DQ, das finden Sie übrigens häufig auch in fertigen Libraries. Da können Sie es benutzen. Hier wollten wir einerseits lernen, wie man sowas macht, und Sie sollten zweitens noch ein bisschen Gefühl kriegen, was NQ und DQ so unter der Haube treiben, damit Sie ein bisschen wissen, was da passiert, und es auch entsprechend benutzen können. Denn wenn man weiß, wie es funktioniert, macht man vielleicht beim Benutzen weniger Fehler. Aber man kann es auch einfach mal so selber programmieren. Und das ist ja auch der Grund, warum es in solchen Büchern wie dem Sedgwick drinsteht, damit man es mal leichtgewichtig sich selber besorgen, machen kann, denn so eine Routine, um es dann im Programm gut verwenden zu können. Vielleicht wollen wir das auch noch ein bisschen modifizieren, dass es irgendwas mehr tut oder weniger tut, so wie wir es gerade brauchen. Was man, wenn man das schon so hat, natürlich noch gut einbauen könnte, ist so eine Art Logging-Funktion, um zu beobachten, vielleicht Fehlersituationen zu debuggen und sonst was. Ich sollte vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass das mit dem Malloc hier natürlich auch einen Fehler zurückgeben kann, wenn der Speicher voll ist, der Heap, den wir da zur Verfügung haben. Das heißt, man müsste diese hier noch einen Fehler zurückliefern können. Das hier sollte man nicht machen, wenn der Pointer null ist. Und das hier sollte man vielleicht auch noch testen, ob wir da einen Null-Pointer zurückgekriegt haben. Also man sollte da noch Fehlerbehandlung einbauen. Das haben Sie jetzt vielleicht auch schon gemerkt. Ich habe hier immer so nebenher gesagt, na, die Fehlerbehandlung ist noch nicht perfekt beim Stack. Und hier an dieser Stelle sage ich, ja, es hat eigentlich keine Fehlerbehandlung. Wir haben ja auch hier keine. Falls das Head null ist, dann das hier, was zurückgegeben wird, ist dann auch null. Das ist ja meinetwegen noch okay. Vielleicht auch nicht. Aber das Free scheitert auf jeden Fall. Also Fehlerbehandlung bei all diesen Dingen macht Arbeit. Deshalb wird es auch gerne weggelassen und deshalb stürzen auch Programme gerne mal ab. Also
Hier habe ich es, weil ich es nicht so kompliziert machen wollte und nicht noch ein, zwei weitere Folien bedecken wollte, die Fehlerbehandlerei mal rausgelassen. Aber das ist doch der Vorteil, wenn man was Fertiges benutzt, da steckt dann Fehlerbehandlung drin, zumindest wenn jemand ordentlicher das programmiert hat. Und wenn Sie es programmieren, denken Sie bitte auch an die Fehlerbehandlung. Aber aus didaktischen Gründen habe ich sie jetzt mal weggelassen und schraube Ihnen einfach noch den Spruch hinein, dass Sie sich eigentlich darum kümmern sollten. Jetzt gucke ich mal in die Runde, ob jemand eine Frage hat. Ich gucke auch mal hier auf meine Stoppzeichen in der MyTU, da kommt auch nichts. Dann denke ich mir also, das hat prima geklappt und wir machen weiter. Als nächstes möchte ich... Gut. Das großgeschriebene Item ist die Datenstruktur. Das kleingeschriebene, so wie wir es hier benutzt haben, ist das Feld im, in dem Warteschlangenknoten. Beziehungsweise hier auch ein Parameter. Und ja, ich möchte diesen Teil hier nochmal überarbeiten. Das passt mir nicht, dass das alles, dass die Groß- und Kleinschreibung da einen Unterschied macht. Das ist eigentlich kein guter Stil. Ich habe mich da, als ich die Vorlesung da gebaut habe, von der Art, wie das da im Sagebrick drin stand, hinreißen lassen. Das ist eigentlich nicht gut. Ja. Hier sollte ich zum Beispiel an dieser Stelle, sollte ich vielleicht schreiben, the item oder sowas ähnliches und hier auch das, was wir jetzt gerade kriegen und bearbeiten. In der Datenstruktur selber, also in der Warteschlangenknoten-Datenstruktur selber, könnte ich das Feld durchaus auch hier da item, das würde ich auch umbenennen und nur dieses großgeschriebene Item für die Datenstruktur, also das, was wir hier vereinbart haben, hier drin, die Datenstruktur, die möchte ich großgeschrieben lassen und sonst, wenn noch Item auftaucht, möchte ich es eigentlich, also wenn diese Datenstruktur benutzt wird, möchte ich es eigentlich irgendwie anders benennen, zum Beispiel hier, vielleicht auch an Item und hier the item oder sowas ähnliches. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache, aber das gefällt mir jetzt doch nicht so gut, wie ich. Da habe ich mich beim Übernehmen aus dem Sagebrick, ich habe den Code vom Sagebrick ein bisschen geändert, beim Rübernehmen habe ich mich da nicht, bin ja nicht genügend nachgedacht bei diesem Zitat, wenn Sie so wollen. Ich werde also das auch noch ändern und vielleicht dann hier hinschreiben, frei nach Sedgwick, um klarzumachen, dass ich nicht nur ein bisschen was geändert habe, sondern eine ganze Menge dann geändert habe. Also hier steht, das müssen Sie jetzt mitnehmen, wenn ich großgeschrieben Item habe, dann meine ich die Datenstruktur und hier kleingeschrieben ist es entweder ein Parameter oder hier drin, beziehungsweise hier drin, das Feld in der Datenstruktur, in der Warteschlangenknoten-Datenstruktur. Hier ist das ja kleingeschrieben drin. Syntaktisch klappt das alles, was hier steht, aber intellektuell finde ich es jetzt doch nicht so gut. Ich habe im Verlauf der Vorlesung, in den letzten Stunden und heute auch, immer mal wieder so ohne große Erklärung das Malloc benutzt. Memory Allocate. In dieser Standard Library.h, da steckt der Malloc drin, das ist eine Funktion. Diese Funktion, der gebe ich die Größe von dem Speicher mit, den ich haben möchte. Und das Malloc, das liefert, hier steht zwar Void, aber das liefert was zurück.
Das liefert einen Pointer zurück. Damit man das universell zuweisen kann, steht hier void, aber es liefert einen Pointer zurück, den man dann reinstecken kann in unsere Zeiger. Und das Free, dem gibt man also auch so einen Zeiger auf Speicher mit, einen Void-Pointer, einen Zeiger auf Leere sozusagen. Hier steht ja auch, gibt einen Zeiger auf Void, nichts zurück, ne? Den freien Raum sozusagen. Hier genauso, wir stecken hier einen Zeiger auf freien Raum hinein. Aber wie geht das denn innen drin? Na, zu unserem Programm gehört ein ordentlicher Bereich freier Speicher. Und mit ordentlich meine ich heutzutage, naja, gleich mal 128 Megabyte oder sowas. Einfach nur RAM, das wir unserem Programm mitgeben. Wenn wir mehr brauchen, kann man das auch sagen. Das ist entweder eine Compiler-Option, man kann aber auch zur Laufzeit sagen, bisher war mein Heap 128 Megabyte groß, ich mag jetzt 256 haben oder so. Der Heap für mein Programm. Und solange noch freier Speicher da ist, gibt uns das Betriebssystem dann noch mal so einen Klotz von 128 oder 256 Megabyte dazu. Und Speicher ist erstmal noch ein bisschen da. Über das, wie viel so da ist, da können wir dann an anderer Stelle noch ein bisschen reden. Also gut, oder in einer Vorlesung. Dieser Heap, das ist jetzt also eigentlich ein Array von Bytes. Halbleiterspeicher. Und in diesem Array von Bytes, da möchten wir mit malloc ein Stück haben. Wir bitten also dieses Speicherverwaltungssystem, was da in der Standard Library drin steckt, mit malloc, gib uns doch mal 200 Byte oder 1000 Byte oder 1 Million Byte. Das können wir auch machen. Ob das sinnvoll ist, das wollen wir jetzt mal nicht diskutieren. Wir sagen dem, gib uns mal ein paar Bytes. Und das können auch ein paar viele sein. Und natürlich legt er dann, sinnvollerweise, legt er, wenn wir das erste Mal hier mit malloc-Speicher bestellen, hier den am Anfang an. Und wir haben den, das liegt dann da mal am Anfang. Und dann machen wir nochmal malloc und kriegen noch ein Stück und 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 noch ein Stück. Und noch was. Und dann hier was. Und so weiter. Unser Programm läuft und bestellt immer wieder Speicher. Irgendwann wäre ja dann der Speicher alle. Deshalb ist Ihr Programm schlau genug, dass es sich zwischendurch überlegt, ich habe jetzt mir eine ganze Menge geholt, jetzt gebe ich auch mal wieder was her. Könnte ja sein, dass ich es später wieder brauche. Und dieses Wiederhergeben, das führt dazu, dass dann, wenn ich hier free sage, dann wird hier dieses Stück freigegeben. Die Speicherverwaltung merkt sich also, das hier ist nicht benutzt. Alle grauen Bereiche sind nicht benutzt. Gucken Sie mal, hier ist durch irgendeinen blöden Effekt ein ganz kleiner grauer Bereich entstanden, der nicht benutzt wird. Wir benutzen das hier sozusagen zeilenweise, das ist aber nur die Visualisierung. Das ist kein zweidimensionales Array, sondern einfach ein eindimensionales Array von Bytes eigentlich. Also hier ist ein bisschen Platz, ein paar Bytes entstanden, weil wir mal was Großes alloziert haben und dann was Kleines und dann nochmal wieder was Mittelgroßes und dann das Kleine freigegeben haben, dass das solche Lücken gibt. Über die Laufzeit Ihres Programmes, heutzutage laufen ja auch Programme tagelang, wochenlang sogar, entsteht also Fragmentierung. Das heißt, hier liegt überall was im Speicher herum und
dazwischen in diese leeren Stücke, ja, die werden tendenziell auf Dauer kleiner, weil die Speicherverwaltung nicht weiß, wenn sie was anfordern, ob das sie vorne hinlegen soll oder da oder da oder da. Es weiß ja auch nicht, wie lange das lebt. Also eine Strategie, das vernünftig anzulegen, dass es wenig fragmentiert wird, ist schwierig. Also wir haben so einen großen Hauptspeicherbereich und es gibt eine Liste, die jedes Mal, wenn Sie Malloc sagen, wird in die Liste mit belegten Blöcken der neue angelegte Block hineingelegt. Wir legen also vielleicht hier auch nochmal was an und dann kommt in die Liste mit den belegten Blöcken, mit dem Speicher, der reserviert ist, wieder ein weiteres Element hinein. Und jedes Mal, wenn Sie free sagen, dann sagen wir sagen von dem hier free, dann kommt dieses Element aus der Liste mit den belegten Blöcken in die Liste mit den freien Blöcken. Die Operation malloc macht also eigentlich, dass sie die Freispeicherliste, die Liste mit den freien Blöcken entlangläuft und den ersten passend großen Block sucht, in den das reinpasst, was sie haben wollen. Und wenn der Block 5000 Byte groß ist, der frei ist, das nächste, und sie wollen nur 100 Byte haben, dann ist der freie Block jetzt 4900 Byte nur noch groß und in der Liste mit den belegten Blöcken steht einer weiterer drin mit 100 Byte. Fragmentierung, das haben wir ja schon gesagt. Und beim Freigeben müssen wir uns, ja, da können wir entweder den Block hier einfach nehmen und in die Freispeicherliste reinstecken. Wenn ich also mal kurz 100 Byte alloziere und dann wieder freigebe, dann wird aus meinem Block, der 5000 groß war, werden zwei, einer freier mit 100 und ein freier mit 4900. Das ist natürlich lästig, wenn Sie als nächstes da vorbeigehen und sagen, ich möchte ein Stück Speicher mit 5000 haben, dann kann der Ihnen die 4900 nicht so einfach geben, die ist ja zu klein. Und dieses Zusammenfassen, na, das muss man auch erstmal machen. Deshalb steht hier unten, Fragmentierung sorgfältig managen. Also dafür darauf achten, dass diese Freispeicherliste möglichst große Blöcke hat, möglichst große freie Blöcke drin hat, also auch mal mehrere zusammenfassen. Was man natürlich auch, wenn Sie das hier so angucken und jetzt einer kommt, der ganz, ganz viel haben will, sagen wir mal ein Drittel von dem Speicher haben will, den wir da haben, ein Drittel von dem Heap haben will, das könnten wir ihm gar nicht geben, weil wir ja nicht so ein Drittel am Stück frei haben, weil das ja so komisch verteilt ist. Wir könnten also theoretisch anfangen und das hier hinten nehmen und mal da oben reinstecken und das hier nehmen und hier hinstecken und die hier auch noch da oben hineinpflastern, diese da, und dann hätten wir genug frei. Das nennt man Kompaktieren von so einer Halde. Aber das geht eigentlich gar nicht richtig. Das Dumme ist nämlich, dass Sie dem Programm, was da läuft, diesen Zeiger hier gegeben haben. Wir können also nicht einfach dieses Zeug hier oben hinaufschaufeln, hier reinlegen, denn der Zeiger im Programm, der guckt ja immer noch hier hin. Und selbst wenn ich das hier freundlicherweise kopiere, guckt er nicht hier oben hin, sondern immer noch hier unten hin. Ein weiterer Grund, warum hier unten steht, Fragmentierung sorgfältig managen. Dieses Aufräumen in der Halde ist eine echt schwierige Aufgabe. Es gibt Techniken, wie man damit umgeht, aber die machen dann teilweise auch das Programmieren ein wenig schwerer. Ich will auch hier an dieser Stelle vielleicht das nicht ausführlich erzählen, um Sie nicht zu schocken. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass diese Fragmentiererei passiert. Was Sie aber als Programmierer oder als Programmiererin immer gut beachten sollten, ist, dass Sie das, was Sie nicht mehr brauchen, auch wieder hier freigeben. Und zwar bevor Sie den Pointer in der Funktion oder so ähnlich, wenn Sie eine Funktion haben, legen in der Funktion
mit Merlock was an, arbeiten damit und dann beenden sie die Funktion mit Return, ohne free gemacht zu haben, dann ist der Speicher für sie als Programm verloren. Der steckt immer noch hier in der belegten Blockliste, aber sie haben den Zeiger nicht mehr, um das zurückzugeben mit dem free, weil er die Funktion beendet ist. Also, wenn Sie in der Funktion was allozieren, dann sollten Sie es in der Funktion wieder freigeben oder jemand anders geben diesen Zeiger, der es dann später freigibt. Ja, hier bei meinem NQ und DQ, da habe ich das hier alloziert oder hier und steht auch hier drin, ne, in dem Tail-File Next. Und hier unten wird es mit Next geholt und freigegeben. Mit dem Next holen wir den Zeiger auf den Next, stecken hier rein, packen den dann ins Head und das Head wird hier an der Stelle freigegeben. Also wir geben das hier raus, den Zeiger, sodass jemand anders das später hier unten mit Free freigeben kann. Wenn wir den hier nicht zurückgeben würden, den Pointer, den wir hier erzeugen, dann könnten wir hier unten nicht freigeben, dann hätten wir ein Speicherloch. Und das möchte ich Ihnen hier in aller Intensität sagen. Wenn man Speicher alloziert, muss man ihn später wieder rausrücken. Man muss sicherstellen, dass man ihn rausrückt später. Denn sonst läuft Ihr Programm nicht lange. Sonst stürzt es nach ein paar Minuten oder nach ein paar Stunden oder man fing morgen ab. Wenn Sie nicht zu jedem Malloc auch den passenden Free haben, hat Ihr Programm einen Fehler. Und diesen Fehler, der passiert irgendwann später. Und auf diese Weise ist er auch schwer zu finden. Und wenn es beim Kunden passiert oder wenn Sie es irgendwie dann verwenden wollen im Rahmen von einer Bachelorarbeit oder einer Masterarbeit und Sie wollen noch schnell die Auswertung nochmal laufen lassen und die Arbeit muss in einer Woche abgegeben werden, und das Ding crasht dann und Sie wissen nicht warum, dann haben Sie ein Problem. Also darauf achten, Speicher, den man anlegt, den muss man auch wieder rausrücken. So, und jetzt möchte ich noch über eine Programmiertechnik sprechen, die mir persönlich am Herzen liegt. Ich habe schon mal, glaube ich, schon mal erwähnt, das sind meine Anfängervorlesungen in Informatik. Da wurde überhaupt nicht über Schleifen gesprochen, sondern da hat der F.L. Bauer immer die Sachen rekursiv aufgeschrieben. Und ich habe mir gedacht, oh Mann, muss das sein. Aber über die Jahre habe ich gelernt, dass der recht hatte. Ich habe gelernt, dass Rekursion was Gutes ist. Was passiert bei der Rekursion? Wir wollen das hier nochmal ein Beispiel studieren. Was passiert bei der Rekursion? Eine Funktion, die ruft sich selber wieder auf. Nochmal. Das kann direkt passieren, in dem Funktionsrumpf, den wir da hinschreiben, der Funktionsaufruf gleich nochmal steht. Natürlich mit anderen Parametern. Ne? Wenn man immer nur was mit demselben aufruft, dann läuft es unendlich lang. Also mit anderen Parametern, aber wieder aufrufen. Oder indirekt, dass man eine andere Funktion aufruft und die ruft dann wieder meine Funktion auf. Das kann ja auch passieren. Also so Doppelpass sozusagen. Und die Rekursion, die dient immer dazu, ein Problem auf ein einfacheres Problem zurückzuführen. Bis das, was wir machen müssen, kein Problem mehr ist, sondern trivial ist. Irgendwas wie eine 1 zuweisen oder eine 0 zuweisen oder sowas. Und dann in jedem Schritt, wenn wir wieder rausgehen aus dieser Aufrufkette, das sind ja dann 100 Aufrufe ineinander geschachtelt, dann machen wir in jedem Schritt etwas Leichtes, was nicht so viel Arbeit macht. Das hatten wir schon bei den Listen.
Ist es dieses Listenelement? Wenn ja, geben wir es zurück. Wenn nein, rufen wir uns selber wieder auf mit dem Zeiger aufs Nächste. Oder beim Baum. Das hatte ich ja. Hier. Testen. Die linke Hälfte. Und selber angucken und dann die rechte Hälfte testen. Also linken Teilbaum untersuchen und untersuchen, rechten Teilbaum untersuchen. Und natürlich, wenn ich sage rechter Teilbaum, linker Teilbaum untersuchen ist einfacher als den ganzen Baum untersuchen, ein bisschen einfacher. Rechter Teilbaum untersuchen ist einfacher als den ganzen Baum zu untersuchen. Und das hier in der Mitte ist auch einfach. Wir ersetzen also das, was schwierig ist, durch ein bisschen einfacher, ganz einfach und ein bisschen einfacher. Und irgendwann sind wir immer mal beim trivialen Problem. Wenn das hier null ist, dann wissen wir, dass wir am Ende sind. Also wir haben es schon ein paar Mal benutzt, die Rekursion, und jetzt wollen wir es auch wieder verwenden. Und wir wollen es verwenden bei diesem Beispiel von den Türmen von Hanoi. Wer hat das schon mal gespielt? Gibt ja welche, prima. Also, die Sage ist, ich weiß nicht, ob es stimmte, ich glaube, es ist einfach nur eine Geschichte, ist, dass da irgendwo in einem Kloster in Hanoi ein paar Mönche rumsitzen und vor denen sind so drei Stangen aufgebaut. Und auf den Stangen sind solche Scheiben drauf. Und die Scheiben, die haben unterschiedliche Größen. Jeder hat natürlich ein Loch in der Mitte und die haben unterschiedliche Größe. Kleine, dann mittlere und dann ganz große. Und die sind so turmförmig aufgeschichtet. Und jetzt geht es darum, den Turm von einem von diesen Stangen auf eine andere zu kriegen. Natürlich könnte man die unterste packen, rupf hoch und auf die rechte draufstecken, aber das ist unsportlich. Sportlich ist es, diese Türme immer nur scheibenweise zu bewegen. Also eine Scheibe nehmen, auf einen anderen von diesen Stöcken draufstecken und dann noch eine Scheibe bewegen und dann die erste, die man bewegt hat, wieder zu bewegen. Aber es gibt noch eine Regel, die Sache jetzt echt schwer macht. Eine große Scheibe darf nicht auf einer kleinen Scheibe liegen, sondern die müssen immer verjüngend liegen. Und wenn das hier genug Scheiben sind und die Mönche können, machen das ein bisschen langsam und sorgfältig und beschaulich, alle zwei, drei Sekunden so eine Scheibe bewegen und es sind hinreichend viele, dann dauert das noch ein paar tausend Jahre. Und irgendwie die Sage ist, glaube ich, wenn die fertig sind, den Turm von da nach da zu schaffen, dann geht die Welt unter, aber weil die Scheiben genug sind, geht sie nicht so schnell unter. Haben wir noch ein paar Jahre. Obwohl, wie war das jetzt? In ein paar Wochen soll doch irgendwie aus anderen Gründen die Welt untergehen. Ne? Mayas oder was war das? 2012, egal. Also wir wollen diesen Turm hier drüben hin bewegen. Und wenn Sie es mal mit 5 Scheiben probieren und sich an die Regeln halten oder es mechanisch machen, werden Sie sehen, das dauert auch einen Augenblick. Das geht also nicht so ganz geschwind. Hier unten steht es, wir wollen den Scheibenturm, den hier von da nach da bewegen. Anfangszustand, Endzustand. Das hier müssen wir uns dann wegdenken, jeweils die anderen. Und wir wollen immer nur eine Scheibe bewegen und nur kleinere Scheiben auf größere legen. Die Türme müssen verjüngend bleiben. Und was man natürlich macht ist, wir wollen als erstes Mal n-1 Scheiben hier auf den mittleren Stock legen. Dann wollen wir die unterste Scheibe auf den rechten. Und dann wollen wir das, was wir auf dem mittleren Stock zwischengelagert haben, auf die rechte rüber kriegen. Wenn man das per Hand macht, muss man so im Kopf, ne, muss man höllisch aufpassen, dass man es nicht durcheinander bringt. Denn sonst geht es ewig nicht voran und man steht am Ende dumm da. Der Vorteil von einem Computer ist natürlich, dass wenn der Algorithmus,
den man sich da ausgedacht hat, richtig ist, dass der das Bookkeeping, also dass man immer die richtigen Operationen macht, dass man der Strategie folgt, dass der das besser kann. Also erstens, N-1 Schach in die Mitte. Zweitens, und das ist jetzt der einfache Teil, eine Scheibe ganz nach rechts und dann N-1 Scheiben nach rechts. Jetzt haben wir das Problem darauf zurückgeführt, dass wir erstens einen N-1 Turm bewegen können, zweitens eine Scheibe bewegen können, drittens N-1 Turm bewegen können. Und worauf führen wir das Problem, einen N-1 Turm zu bewegen zurück? Naja, auf einen N-2 Turm bewegen. Und irgendwann sind wir mal beim Trivialen, nämlich nur eine Scheibe bewegen. Das ist die Idee, wie man rekursiv diese Türme von Hanoi implementiert. Und dazu habe ich jetzt hier wie viel Zeit haben wir denn noch? 10 Minuten. Deshalb habe ich jetzt hier diese Zeichnung, wie wir vorgehen. Man nehme den obersten, legt den hier hin, nehme den zweiten von denen, legt den hier hin, dann den hier rüber. Erst den blauen Zug, dann den lila Zug, dann den grünen Zug. Dann haben wir vom linken hier, haben wir nur noch zwei Scheiben unten, den obersten hier. Dann kann man natürlich den nächsten hier hinlegen, den grünen hier hin, den rosa hier hin, dann den grünen drauf. Und jetzt haben wir nur noch eine Scheibe, die legen wir hier hin und dann müssen wir hier ein bisschen hin und her spielen und dann haben wir die hier rechts. Also das ist die Idee. So macht man es auch, wenn man es von Hand macht. Und vor ein paar Jahren habe ich in der Weihnachtsfeier die Aufgabe gekriegt von den Studenten, nicht nur hier in der Vorlesung das zu machen, sondern es auch mal per Hand machen, mit Türme von Hanoi vorspielen. Dadurch, dass ich das schon ein paar Mal in der Vorlesung erzählt habe, kann ich es jetzt auch. Aber die Idee, also wir wollen einen Turm der Höhe n auf den Turm der Höhe n-1 zurückführen. Dann wollen wir den Turm n-1 auf den müssen wir auf den mittleren Stock bringen, die verbleibende Scheibe hier auf den rechten und dann den Turm n-1 nach rechts. Dann haben wir es geschafft. Aber natürlich muss man das n-1 jetzt auch noch irgendwie erledigen. Der Turm der Höhe 0 ist trivial zu erledigen. Lösung für den Turm der Höhe 1 ist Turm der Höhe 0 und eine Scheibe bewegen. Lösung für n, Lösung für Turm von n-1 und die Scheibe n bewegen. Die Scheibe n, dann die unterste. Jetzt gucken wir uns das mal an, was wir machen müssen, wenn wir das für die Turmhöhe von 4 machen. Also vom linken Stock nehmen wir eine Scheibe und legen es auf den mittleren. Dann wieder die oberste vom linken und auf den rechten, die oberste vom mittleren und auf den rechten. Dann die oberste vom linken auf den mittleren, die oberste vom rechten auf den linken, die oberste vom rechten auf den mittleren, die oberste vom linken auf den mittleren. Jetzt haben wir den Dreierturm hier. Jetzt nehmen wir die oberste vom linken, das ist nur noch der unterste, und links ganz nach rechts. Naja, und dann wieder das oberste vom mittleren nach rechts und so weiter, bis wir das hier umgedreht haben. Das, was ich hier hingeschrieben habe, M, L und R, das soll die Ausgabe von unserem Programm werden. Und das steht hier. Und Sie sehen, ganz knapp und kurz, das Programm. Ich definiere mir einen Datentyp Stock. Und das sind einfach Buchstaben. Ich habe da nachher drei Stöcke, ne? L, M und R. Hier unten L, M und R für den linken Stock, den mittleren und den rechten. Ja. Und jetzt schreibe ich mal eine Funktion, bewege so eine Scheibe von nach. Und da gebe ich also hier als ersten Parameter den Stock, von dem ich es abholen will, und als letzten den Stock, wo ich es hinstecken will.
das ist natürlich nur eine Ausgabe. Ich mache hier, gebe hier aus, printf von, der linke Parameter, das heißt ein Buchstabe, und dann male ich den Pfeil und dann gebe ich noch einen Buchstaben aus und danach muss ich noch ein Komma drucken, damit ich sowas hier sehen kann. LM, LR. Hier ist dieser Pfeil, den ich drucke. Also das ist Scheibe bewegen, ist eigentlich nur eine Ausgabe, damit man es hinterher sehen kann. Und ich brauche überhaupt keine persistente Datenstruktur oder sowas im Rest von meinem Programm. Wenn ich bewege Turm aufrufe, dann steckt das, was getan wird, in der Rekursion drin. Also, als erstes müssen wir noch die Höhe vom Turm als Parameter bekommen. Wir fangen an mit 4, da könnten Sie auch 24 oder 1800 reinschreiben. Wenn Sie 1800 reinschreiben, kann es sein, dass Ihr Programm relativ lange läuft oder irgendwann der Speicher alle ist. Weil es nämlich eine ganze Menge, Speicher alle wahrscheinlich gar nicht, aber es gibt eine ganze Menge Aufrufe zu erledigen und das dauert eine Weile. Also versuchen Sie es beim ersten Mal testen mit 4 oder mit 5 oder mit 6 oder sowas. Dann kann man ja auch noch das nachlesen, was man da macht. Also gut, falls, und dann haben wir hier noch von, nach und einen Stock als Zwischenlager. Wir haben ja 3 Stöcke und die müssen wir hier in der richtigen Reihenfolge angeben. Falls die Resthöhe kleiner gleich 0 ist, naja, den Turm der Höhe 0 bewegen, da machen wir gar nichts. Trivial. Das ist ja eigentlich schön. Falls die Resthöhe also kleiner gleich 0 ist, machen wir Feierabend. Return. Sonst bewegen wir den Turm von der Höhe 1 weniger von, das ist der erste hier, nach, das ist jetzt das Zwischenlager und das hier, wo es hin soll, ist das, was wir hier als Zwischenlager mitbekommen haben. Dann bewegen wir eine Scheibe von nach. Und jedes Mal, wenn wir das hier gemacht haben, gehen wir noch eine neue Zeile aus. So, was hier passiert ist, das haben Sie übrigens schon mal gesehen. Ne? Erst den einen einfacheren Teil, dann das, was ganz einfach ist und dann den anderen etwas einfacheren Teil. Und das steht hier auch. Ne? Mal gucken, ob wir schon fertig sind und sonst das hier angucken, was Einfaches machen, das hier angucken. Gucken, ob wir schon fertig sind, was Einfacheres machen, das ganz Einfache machen und dann was Einfacheres machen. Die Verwaltung, und das Einzige, was hier noch ein bisschen irgendwie intellektuell herausfordernd ist, das ist aber auch schon ziemlich einfach, ist die Reihenfolge von den dreien hier, dass man die nicht vermurksen darf. Die drei, das hier und das hier. Das ist aber auch schon. Das war, mehr hat es da nicht an Komplexität. Und Sie sehen, dass diese Türme von Hanoi hier ganz einfach aufgeschrieben sind. Kopieren sich das aus der Vorlesung raus, obwohl ich weiß nicht, ob das aus dem PDF so einfach rauszukopieren ist, sonst müssen Sie es eintippen. Geht ja auch noch schnell genug. Und dann probieren Sie es mal aus mit 4 oder mit 6 oder mit 26. Und Sie können ja auch mal die Zeit messen, wie viel das Ding dann braucht. Das wäre eigentlich noch ganz spaßig. Fragen hierzu? Wer hat es verstanden?
Wer es nicht verstanden? Wer lässt sich auf solche dummen Spielchen nicht ein? Okay. Dann wünsche ich Ihnen erstmal noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns um 16 Uhr wieder hier. Und dann kümmern wir uns darum. Ich wünsche einen angenehmen Tag.